Der nächste Notruf erreicht Moritz Breuer und Jonas Schmidt aus einem Labor in Köln-Kalk. Es geht um einen hochbrisanten Diebstahl, der viele Menschen das Leben kosten könnte. Die Polizei ist jetzt da. Sie hatten angerufen. Es geht um Diebstahl. Schmidt, hallo. Ja. Hallo. Sie hatten angerufen. Es geht um Diebstahl vom Rollcontainer. Ja, darf ich Ihnen mal gerade in der Ecke was zeigen? Herr Brinkmann, was für eine Funktion sind Sie denn überhaupt hier tätig? Ich bin Chef in dieser Firma. Okay. Und wenn Sie mal schauen, fällt Ihnen da in der Ecke was auf? Da fehlt ein Rollcontainer. Okay. Da waren wichtige Daten drin, und zwar unter anderem eine Formel für Industriesprengstoffe. Sie sind angestellt hier, oder ja, was? Ja, genau. Ich hatte auch angerufen, weil ich bin morgens immer früher da. Und ich bin ein bisschen durcheinander. Bin morgens hier hingekommen, der Rollcontainer war noch da. Hm. Und bin dann, die Wege sind hier lang. Ich gehe dann morgens immer noch los und hol die Post. Und ja, als ich wiederkomme, war der weg. Also ich kann es mir nicht erklären. Eigentlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann nicht passieren. Das heißt also, Sie haben die Post geholt. Ja, davor war dieser Rollcontainer noch da. Ja. Dann sind Sie wiedergekommen und dann war der Rollcontainer weg. Okay, und wo waren Sie in der Zwischenzeit? Ich war unterwegs, Erledigungen machen. Okay. Und Sie beschuldigen jetzt die junge Dame, oder wie? Ja, sie ist die Einzige, die Zutritt hat. Das ist meine engste Vertraute. Seit 3 Jahren arbeitet sie für mich. Sie hat einen Schlüssel, sie kommt an meine Daten. Auf jeden Fall ist noch nie was passiert. Und jetzt ist dieser Rollcontainer weg, wo gerade diese wichtigen Daten drauf waren. Was waren denn da für Daten drauf? Also alles wirklich so? Da waren 2 identische Sticks drin. Unter anderem war da einer drin, wo ich eine Formel drauf hatte für wirklich wichtige Industriesprengstoffe. Mhm. Und der war auch passwortgeschützt. Und wenn der in falsche Hände kommt, droht hier höchste Gefahr. Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal bei Ihnen in die Taschen reingucken, um vielleicht auch dem entgegenzuwirken. Ja. Durchsuchungen bei Frauen sind relativ schwierig, vor allem wenn wir eine Streife sind, die ausschließlich aus Männern besteht. Trotzdem haben wir hier in die Tasche geguckt und was wir dann aufgefunden haben, das konnten wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht ahnen. Okay. Ganz kurz, Moritz, hier ist jetzt eine Kamera installiert. Hier bitte. Warten Sie ganz kurz. Hier ist Kamera? Ich frag Sie jetzt erstmal. Hier ist eine Kamera installiert, das sehen Sie ja selber. Also jetzt, ja, natürlich sehen Sie das erstmal. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Diese Kamera nimmt auf. Das sehen Sie an dem roten Punkt. Mandy, das kannst du an Industriespionage. Dafür gehst du in den Knast. Ich finde da keine Worte. Dafür gehst du in den Knast. Ja gut, wie gesagt, es bringt jetzt auch nichts, wenn Sie jetzt, ich meine, Sie wissen jetzt ganz offensichtlich... Das Walkie-Talkie, das sich unerwartet zu Wort meldet, gehört laut Aussage des Firmenchefs dem Wachmann des Unternehmens. Ja bitte? Ja, der macht seinen Rundgang. Der macht seine Ende. Ich brauche Hilfe. Dann gehen Sie mal her. Ja, hallo, hier ist die Polizei. Wo sind Sie denn? Ich bin überfallen worden. Jemand hat mich im Keller unten eingesperrt. In dem Keller hier auf dem Gelände. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Schön. Also welcher Keller? Wo ist hier noch ein Keller? Am besten gehen Sie mal vor. Sie kennen sich ja besser hier aus. Ich nehme das mal mit zur Sicherheit. Ja. So. Sind Sie sicher, dass das so funktioniert? Oder? Ja. Klar, was soll ich denn sonst machen? Wir können auch einen RTW rufen. Also. Nee, ist schon in Ordnung. Da geht's. Okay. Ja, hier spült sich gerade ein Herr die Augen aus. Der hat halt Reizgas abbekommen. Eine Streife hat gerade hier 2 Kontrahenten hier auf die Wache gebracht. Der andere, der hatte sogar noch einen Elektroschocker. Also die sind ordentlich aneinander gerasselt und ja, wir versuchen das jetzt irgendwie aufzuklären. Ach, ist schon besser, glaube ich. Ja? Okay. Das kommt von hier. Hallo? Hallo, die Polizei ist da. Weißt du was? Hier. Sind Sie alleine? Ja. Liebe Zeit. Nee. Hallo. Hallo. Machst du da? Ich kann leider nicht richtig die Hand geben. Sind Sie? Nee, brauchen Sie jetzt auch ich nicht. Ich sehe, Sie sind verletzt am Kopf. Wie fühlen Sie sich? Brauchen Sie einen Arzt? Ich habe nur hämmernde Kopfschmerzen, aber ich glaube, okay. Es geht. Ich muss mal hier. Können Sie sagen, was vorgefallen ist? Selbstverständlich. Kommen Sie mal hoch, ich helfe Ihnen mal. Danke. Jetzt fallen Sie nicht hier in die Kisten rein. Alles gut. Was ist passiert? Also, ich habe wie immer meine Runde morgens gemacht. Da ist mir ein Typ entgegengelaufen mit einem Kittel. Zuerst dachte ich, das ist der Hausmeister. Den kenne ich aber eigentlich. Der kam mir auch nicht so richtig bekannt vor. Dann habe ich ihn angesprochen und der hat so einen Container, so einen Rollcontainer. Im Büro, so einen Rollcontainer vor sich hergeschoben. Dann habe ich gefragt, wer er ist, was er da macht. Dann hat er gesagt, er wollte nur diesen Container entsorgen. Hätte er den Auftrag. Fand ich komisch, weil ich ihn nicht kannte. Ja. Hab gesagt, er soll bitte kurz warten. Hab in der Zentrale wollte anrufen, weil bevor ich da jemanden dran hatte, hat der Typ mir irgendwas über den Schädel gezogen und dann ist alles schwarz geworden. Ja.
Ja, und dann bin ich hier irgendwie wieder zu mir gekommen. Also ganz kurz, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Sie sind hier Security oder was sind Sie? Richtig, Jan Teutmann. Okay, passen Sie auf. Wachmann. Passen Sie auf, wir sind hier wegen genau dieser Sache, weil ein Rollcontainer gestohlen worden ist. Okay. Deswegen waren wir jetzt auch vorhin oben und haben dann Ihren Funkspruch dann gehört. Deswegen sind wir jetzt hier. Ja. Das ist die Sache, warum wir jetzt hier sind. Deswegen, dieser Mann, den Sie da gesehen haben, der den Rollcontainer da vor sich hergeschoben hat, können Sie den beschreiben? Kann ich. Also so meinst, das ging halt alles super schnell. Und ich sag Ihnen auch direkt, das ist eine wechselseitige Körperverletzung. Und Sie haben sich ja da beide nicht zurückgehalten, ne? So nach Aussagen der Zeugen. Jeder schön auf den anderen drauf. Ja, ne? Klar. So. Das heißt, Sie bekommen beide eine Anzeige. Okay. Ne? Und die wird auch von Amts wegen schon durchgeführt. Okay. Weil es eine gefährliche Körper. Nee, brauchen Sie gar nicht stellen. Okay. Ne? Herr Strietz, wie kam es denn überhaupt dazu? Wir haben eine Geschäftsverbindung und ein Wort gab das andere. Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und sind die Emotionen übergekocht. Und als er da mit seinem Elektroschock auf mich zukam, habe ich einfach nur reagiert. Da haben Sie dann drauf reagiert? Ja. Okay, dann könnte ich vielleicht erfahren, worum es in Ihrer geschäftlichen Verbindung ging? Nö. Weil vielleicht kann ich das ja dann nachvollziehen. Nee, das ist unsere Geschichte. Die müssen wir noch auseinanderklammern. Noch ein, zwei Fragen an Sie ganz schnell. Ja. Sind Sie dann in Ohnmacht gefallen oder was? Also, oder ja, also ich habe was über den Kopf gezogen gekriegt. Ich kann gar nicht genau sagen, was es ist. Und dann kann ich mich nicht Sie mehr erinnern. Dann bin ich hier gefesselt wieder, weil das war echt ein Schlag. Okay. Wünsche ich keinem. Okay, das glaube ich. Wie ist Ihr Name? Sagen Sie, dass ich Sie mal ansprechen kann. Jan Holtmann. Herr Holtmann. Am besten, Moritz, gehen wir am besten mal hoch, wir gehen zu den anderen Personen. Nimmst du die Sache? Ja, mach ich. Ja. Herr Weise, Sie sind Privatdetektiv. Ja, das stimmt. Dann ist mir jetzt auch einiges klar, weil ich habe gerade von dem Herrn Strietz nur zu hören bekommen, dass Sie in irgendeiner Art geschäftlicher Verbindung stehen, dass das wohl nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Richtig. Wahrscheinlich hat er Sie angestellt und Sie haben den Auftrag vielleicht nicht zu seiner vollsten Zufriedenheit erledigt? Ich habe den Auftrag erledigt. Ich habe den vollkommen erfüllt. Das mit dem Privatdetektiv stimmt. Der Herr Strietz hat mich beauftragt und er möchte jetzt die Rechnung nicht bezahlen. Und dann ist er auf mich losgegangen. Wie läuft das denn normal? Ich meine, so eine Geldübergabe, ich meine, die Kollegen haben Sie ja im Park getroffen, ne? Jawohl. Normalerweise stelle ich mir das dann vor, nicht wie bei so einem Schurkenfilm, sage ich mal, wo man sich heimlich im Park trifft und hier geht der Umschlag nach da. Wird das nicht normal über Konto oder so, eine Überweisung, findet sowas nicht statt? Oder war das kein legaler Auftrag? Ich habe ihm die Rechnung übergeben wollen, natürlich, klar. Nur das wollte er wahrscheinlich nicht in seinen privaten Räumen machen oder in seiner Firma und darum haben wir uns außerhalb davon getroffen. Achso, er hat das angeregt. Darf ich fragen, worum es in dem Fall ging? Warum er sie angestellt? Können Sie gerne Fragen antworten, darf ich keine geben. Das ist ja, unterliegt meiner Verschwiegenheitspflicht. Ne? Achso. Zwei erwachsene Herren im Park, gegenseitig mit Waffengewalt versuchen sie sich da anzugehen. Auf der Wache sagen beide nichts, warum sie das überhaupt tun. Und hüllen sich in Schweigen. Dann ist für uns natürlich die Frage nach dem Motiv. Warum tun die das? Brinkemann Innovatik. Also, Brinkemann Innovatik, wer ist denn da? Da ist doch auch jemand an dem Fall. Moritz und Jonas. Moritz und Jonas. Vielleicht kannst du die auf jeden Fall informieren, wenn die in dem Fall dran sind, dass wir hier einen Container mit Unterlagen von dieser Firma haben. Ne? Mach ich sofort. Warte mal, ich habe hier noch was. Ach, guck mal. Dieser Fußballstick, den habe ich doch gerade eben schon gesehen, als er hier von dem Herrn Strietz das Laptop... den gleichen? Naja, zumindest. Also sehen deine Sticks so aus? Das Nein. ist wohl sehr selten. Ne? Ja, deswegen frage ich ja. Und dieses Ding wird auch noch in unmittelbarer Nähe von den beiden gefunden. Und die sagen beide übrigens nicht, worum es ging. Ne? Der eine ist Detektiv, der andere hat den angestellt. Das hier ist ja schon... Keine Ahnung, ist das ein Chemieunternehmen? Na gut, gib das einfach mal weiter. Ich gebe es weiter an die zwei. Ja. Wir haben auf der Wache, habe ich gerade erfahren, durch die Kollegen vor Ort, zwei Personen da. Die haben sich gestritten, ein Herr Strietzel und ein Herr Weise. Oder Strietz. Oliver Strietz? Ja, genau. Jetzt. Und Weise. Kennen Sie diese Person oder was? Herr Strietz ist mein größter Konkurrent. Ich würde sagen, die Geschichte ist ganz schön interessant. Wir begeben uns einmal raus. Ich würde sagen, Sie beide kommen einmal mit zur Wache, damit wir den Sachverhalt vielleicht auch mit Herrn Strietz und Herrn Weise besprechen können. Wer ist denn Herr Weise? Ist der Ihnen ein Begriff? Herr Weise habe ich noch nie gehört. Noch nie. Aber der Strietz ist aber der Strietz, besagte Konkurrent. Deswegen lassen wir uns am besten jetzt mal zur Wache fahren. Ja, und dann können wir uns auf den Krankenwagen jetzt machen. Ja. Gehen Sie einmal bitte vor.
Was haben Sie mit den Bildern? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich meine, Sie sehen ja, da sind schon mal zwei Sticks. Keine Ahnung. Vielleicht ist das gar nicht meiner. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Ding ist ja, dass gerade ausgerechnet zwei Kollegen von mir da draußen sind und die haben einen Einbruch, sprich Diebstahl, in der Firma von dem Herrn Brinkmann aufgenommen. Hab ich nicht, da ist ein Wachmann niedergeschlagen worden, da ist ein Rollcontainer geklaut worden und auf einmal steht die hier bei uns auf der Wache. Habe ich nichts mit zu tun, keine Ahnung, weiß ich nichts in von. In mittelbarer Nähe, wo Sie sich mit Ihrem Detektiv treffen. Weiß ich trotzdem nichts. Ich habe mit meinem Detektivin, wie Sie ihn nennen, da über geschäftliche Dinge gesprochen. Wir haben uns darüber gestritten, das ist Punkt. Mehr sage ich da auch nicht mehr zu. Muss der Mann auch gar nicht. Als nämlich die Beamten mit dem Chef und der Sekretärin auf der Wache erscheinen, kommt auch so eine ungeahnte weitere Verbindung zwischen den Parteien ans Licht. Entschuldigung. Ja? Den Herrn Weise, könnte ich den wohl einmal sprechen? Ja, den können Sie gleich. Warum? Ja? In welchem Verhältnis? Ja, das ist jetzt... Er ist mein Lebensgefährte. Aha. Allmählich wird ein Schuh draus. Ja. Guck mal, was der zu sagen hat. Gehen wir mal dahin, oder? Danke. Ja. Sie arbeiten bei den Herrn Brinkmann als Chemieassistentin. Sekretärin, ja. Sekretärin, ja. Okay. Na ja, kommen Sie mal mit. Herr Weise, kennen Sie die Dame? Ja, kannst du mir erklären, Hallo? Was die Scheiße soll? Kannst du mir erklären, was spielst du für ein Spiel? Was ist denn los? Was machst du denn? Was spielst du für ein Spiel, ganz ehrlich? Was soll das? Was soll das? Ich kann mir das nicht erklären. Ich stehe wie eine Doofe. Was machst du hier? Was ist passiert? Ja, das kannst du mir jetzt mal erklären, was passiert ist. Dir erkläre ich es gerne. Ja, dann bitte. Ey, da hat sich das Handy mit irgendwas verbunden. Und ich glaube, ich spinne. Ja. Das ist hier im Büro. Hier. Nein, kann nicht. Na, lassen Sie Finger weg. Finger weg. Was ist denn das? Das kommt aus. Ich würde. Das hier die. Ja, das kommt aus deiner Tasche. Jetzt sehe ich dich. Ja, das ist nicht schlimm, aber hier, das kommt aus der Tasche. Da kriegst du den James Bond Nachwuchstüftlerpreis für. Jetzt ist ja wohl klar, was hier los ist. Was sollte das werden? Eine Industriespionage oder was? Der Herr Striez hat mich beauftragt bei der entsprechenden Firma. Brinkmann. Ja, bei der Firma Brinkmann, was für ihn zu besorgen. Und er wollte mich nicht dafür bezahlen und so ist es zu unserem Streit gekommen. Ja, so war's. Und Sie haben dann Ihre Lebensgefährtin, die zufällig dort bei dem Herrn Brinkmann arbeitet, ja, quasi dafür benutzt, offenbar wusste sie das ja nicht. Und haben Sie dann hier mit dieser manipulierten Tasche dahin geschickt? Sie hat mich doch erst auf die Idee gebracht, weil sie mir ständig von der Arbeit erzählt und was es da alles zu holen gibt und so. Und da dachte ich natürlich wirklich an unsere gemeinsame Zukunft. Genau. Da gibt es natürlich Geld rauszuholen und besonders, wenn man dann so einen guten Auftraggeber hat. Die Sekretärin hat ihren Lebensgefährten nach diesem Vertrauensmissbrauch verlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser mit seinem Auftraggeber in Streit geriet, weil er den falschen Stick gestohlen hatte. Der Diebstahl der Daten hätte in den falschen Händen zu einem Schaden unfassbaren Ausmaßes geführt.